Bei unserem Dienst im Internet schreiben mir viele Menschen und ich stelle ihnen dann oft die Frage, hast du Jesus schon bewusst dein Leben übergeben? Und viele sagen dann, ja natürlich, ich bete doch jeden Abend, ich bete immer vor dem Schlafengehen, ich bete ganz oft mit Gott und ich glaube ja an Gott. Und sie sagen, ja natürlich habe ich Jesus von meinem Leben übergeben. Oder es gibt ganz unterschiedliche Antworten. Manche sagen auch, ja, ich bin ja als Baby getauft. Und manche sagen auch, ja, Jesus ist ein guter geistiger Meister oder ein guter Mensch oder ein gutes Vorbild. Und es gibt ganz unterschiedliche Antworten. Aber eines haben diese Menschen gemeinsam, sie haben Jesus noch nicht bewusst ihr Leben übergeben. Also noch keine bewusste Lebensübergabe. Sie glauben zwar irgendwie an ihn und beten ab und zu mal, aber sie haben ihm noch nicht ihr Leben übergeben. Und um das zu verstehen, möchte ich dir das anhand von einem Marathon erklären. Und die Läufer warten ja so lange, bis der Schiedsrichter das Startsignal gibt. Und dann rennen sie erst los. Und jetzt stell dir vor, du bist einer dieser Läufer. Und du wartest nicht das Startsignal ab, sondern du rennst einfach los. Und du rennst und rennst und rennst und du gibst dir wirklich Mühe. Du setzt deine gesamte Kraft ein, du rennst und rennst und du freust dich schon, weil du so langsam das Ziel siehst und denkst, wow, jetzt bin ich angekommen. Und dann kommst du ans Ziel und dann sagt der Mann am Ziel zu dir, tut mir leid, aber ich kann dir keine Siegermedaille überreichen. Und du sagst, was? Warum nicht? Ich bin doch gelaufen, so wie die anderen auch. Und der Mann am Ziel sagt zu dir, ja, aber du hast das Startsignal nicht abgewartet. Du bist ohne Startsignal losgelaufen. Dein Rennen ist ungültig. Du hast es leider verloren. Und genauso ist es auch mit diesem Gläubigsein an Jesus. Ohne eine bewusste Entscheidung. Ohne eine Lebensübergabe an ihn. Es ist wie ein Marathon ohne Startschuss. Aber Jesus möchte, dass du siegreich ans Ziel kommst. Und zwar als ewiger Sieger und nicht als ewiger Verlierer. Er möchte, dass du siegreich ankommst und diese Siegermedaille auch wirklich empfängst und wirklich für immer bei ihm sein kannst. Und dazu gehört diese Lebensübergabe. Dazu gehört, dass du erst dann losrennst, wenn du dieses Startsignal hörst. Und du fragst dich jetzt bestimmt, wie diese Lebensübergabe genau aussieht. Und was dieses Startsignal sein soll. Und dazu möchte ich dir gerne ein bisschen erzählen, wer Jesus genau ist. Weil es ist ganz wichtig, wer Jesus auch für dich persönlich ist. Ist er ein guter Mensch gewesen für dich? Ein guter Lehrer? Wo es vielleicht ganz interessant ist, die Bergpredigt zu hören oder mal ein bisschen in der Bibel zu lesen, weil es so schöne Worte sind. Wer ist Jesus für dich? Für dich persönlich. Ist er einer von vielen geistigen Meistern? Ist er so in der Reihe von Buddha, von Mohammed, von all diesen Menschen, von diesen Religionsstiftern, glaubst du vielleicht auch? Meinst du, dass Jesus eine Religion gegründet hat? Nein. Ich möchte dir gerne erzählen, wer Jesus wirklich ist, weil das ist das Entscheidende und darum geht es auch. Jesus ist als ein Mensch wie wir in diese Welt gekommen. Er hat so wie wir gelebt, nur mit einem großen Unterschied, dass er völlig rein war und so voller Liebe und Wahrheit. Und er hat nie gelogen, er hat immer die Wahrheit gesprochen. Er hat sogar von sich gesagt, dass er sogar die Wahrheit in Person ist. Und wer kann das von sich behaupten? Kannst du sagen, du bist die Wahrheit in Person oder die Liebe in Person? Und Jesus hat das gesagt. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann hat er noch etwas sehr Entscheidendes gesagt, was man nicht vergessen darf. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist so wichtig und genau darum geht es. Er sagt, niemand kommt zum himmlischen Vater als nur durch mich. Also Jesus
ist derjenige, der dich an die Hand nehmen möchte und sagen möchte, nimm mich an und ich führe dich zum himmlischen Vater, ich führe dich zu ihm hin. Ich bringe dich in den Himmel, in das himmlische Reich, in mein Reich, in mein ewiges himmlisches Reich. Das ist diese Lebensübergabe, dass du deine Hand ergreifst und sagst, ja, Jesus, das will ich. Ich will für immer bei dir sein, für immer. Nicht nur hin und wieder im Alltag, nicht nur abends, nicht nur sonntags in der Kirche, für immer, jeden Tag. Ich will, dass du mein Lebensführer bist, dass du der gute Hirte bist und ich dein Schaf, das dir nachfolgt, das deine Stimme hört, das wirklich voll und ganz mit dir leben will und alles mit dir teilen will. Aber es geht noch weiter, es ist noch so viel tiefer, diese Botschaft. Und dazu möchte ich dir etwas zeigen, was Jesus getan hat, kurz vor seinem Tod, was er für dich getan hat. Und dazu möchte ich dir das Kreuz zeigen. Am Kreuz entscheidet sich alles. Und jetzt fragst du dich ja, was hat es mit dem Kreuz genau auf sich? Da ist Jesus doch gestorben, ist nicht irgendwie einfach nur ein grausamer Tod gewesen? Was hat das mit mir zu tun, denkst du vielleicht? Und ich habe dir ja gesagt, dass Jesus voller Reinheit gelebt hat, voller Liebe, wie kein anderer Mensch. Wie kein anderer Mensch. So voller Reinheit, ohne Fehler, ohne Schuld. Und Jesus ist auch in diese Welt gekommen, nicht nur um uns zu zeigen, wie wir leben sollen, sondern auch um am Kreuz für uns zu sterben. Denn wir, du und ich und wir alle, wir machen immer wieder mal Fehler. Ja, wir sind nicht perfekt. Aber Jesus war perfekt. Jesus ist perfekt. Jesus ist heilig, kann man auch sagen. Also heilig bedeutet voller Reinheit, ja. Voller Reinheit, voller Liebe, voller Wahrheit. Also eine totale Reinheit und Kraft, die nur Jesus hat. Aber unsere Fehler, unsere Schuld, wenn wir mal lügen, stehlen, böse Gedanken haben, Worte, Flüche, Bitterkeit, also das bedeutet, jemanden nicht vergeben können, oder auch innerlich die Gedanken, ja, die man manchmal hat. Und all das ist eben diese Schuld, die uns trennt, um wirklich mit der Göttlichkeit, mit Gott selbst in Kontakt zu kommen. Das trennt uns, das ist wie etwas, das sich zwischen uns geschoben hat. Und es ist immer mehr geworden, immer mehr. Und es hat uns getrennt von diesem Kontakt zu ihm. Und Jesus ist derjenige, der diesen Kontakt wiederherstellen will. Er will uns an die Hand nehmen, er will dich an die Hand nehmen und sagen, komm, ich führe dich wieder zurück, da wo du wirklich hingehörst. In dein Zuhause, in dein himmlisches Zuhause. Er will nicht, dass du verloren gehst. Weil die Sache bei dieser Botschaft ist nämlich die Schuld. Die wird dich auf ewig von Gott trennen, wenn du sie nicht ans Kreuz bringst. Oder auch wenn du vielleicht glaubst, ja, ich bin doch eigentlich ein guter Mensch, ich habe doch keine Schuld, dann überleg mal da, wo du mal gelogen hast, wo du nicht die Wahrheit gesagt hast. Und es gab mal so eine Untersuchung, dass jeder Mensch mehrmals, ich weiß nicht mehr wie viel, aber auf jeden Fall war das eine sehr hohe Zahl, wie oft man am Tag lügt, ja, wie oft man nicht die Wahrheit sagt. Und Jesus selbst ist gekommen in die Welt und hat gesagt, ich will, dass du wieder zu mir kommst, dass wir wieder hier eine tiefe Freundschaft haben können, dass nichts zwischen uns steht. Und dann ist er für dich selbst ans Kreuz gegangen. Er hat gesagt, da am Kreuz, da nehme ich es auf mich. Da nehme ich all diese Schuld auf mich. Und noch etwas, wie gesagt, er hat auch seine Verletzungen getragen. All das, was du mit dir herumträgst an traumatischen Erfahrungen, das hat er auch alles auf sich genommen. Er hat all das gesehen und gesagt, ich will nicht, dass du in ewiger Trauer bist. Ich will dir meine Freude geben. Er hat deine Trauer auf sich genommen, deine Schmerzen, deine Einsamkeit. Er sieht uns alle. Meinst du, es ist ihm egal? Es ist ihm nicht egal. Er ist dafür ans Kreuz gegangen. Er hat gesagt, schau, ich habe schon alles für dich getan. Bitte nimm es an. Und er will dir seine Liebe geben. Er hat seine Liebe am Kreuz gezeigt. Er sagt, schau, am Kreuz siehst du, wie sehr ich dich liebe. Wie sehr ich dich liebe. Und er hat auch deine Krankheiten auf sich genommen. Er hat sogar unsere Krankheiten getragen, ja?
Und gerade jetzt, heute, ist der Moment, wo du sagen kannst, ja, Jesus, ich will dir mein Leben übergeben. Ich will nicht halb mit dir leben. Ich will nicht nur ein bisschen an dich glauben oder dich nebenher als meinen geistigen Meister haben. Ich will wirklich ganz mit dir leben. Ich will für immer in deinem Reich sein. Und deshalb bitte ich dich, nimm meine Hand und komm mit mir gemeinsam ans Kreuz. Komm mit mir gemeinsam im Gebet ans Kreuz. Und ich fange jetzt mal an mit dem Gebet und ich spreche Satz für Satz und ich bitte dich dann einfach auf laut nachzusprechen. Lieber Herr Jesus, ich will das jetzt ganz kindlich glauben, dass ich dich kennenlernen kann. Dass du für meine Schuld, für meine Schwächen bezahlt hast. Und deshalb gebe ich dir jetzt alles hin, alles, was mich belastet, alles, was ich mit mir herumtrage. Ich gebe dir alles hin, was ich bisher falsch gemacht habe. Und an dieser Stelle bitte ich dich, dass du es einfach ganz konkret beim Namen nennst und ihm hingibst. Dass du sagst, Jesus, das und das war nicht richtig, das möchte ich dir hingeben. Da habe ich gelogen, da habe ich das gemacht, gib ihm das alles hin. Wirf die ganze Schuld, nimm sie und gib sie ihm ganz hin ans Kreuz. Und während du ihm das alles hingibst, bedeckt sein Blut die ganze Schuld. Sein Blut bedeckt dich. Danke, Jesus, dass du mir jetzt vergeben hast. Danke, dass du mich reingewaschen hast. Und Jesus, ich nehme dich jetzt an als meinen Lebensführer, als meinen Herrn, als meinen Retter. Ich nehme dich an und ich bitte dich, komm in mein Leben. Und ich bitte dich, gib mir deinen Heiligen Geist. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke, dass du mich jetzt gerettet hast. Danke, dass ich jetzt dein Kind geworden bin. Amen. Wenn du das gerade gebetet hast, möchte ich dir gratulieren, weil dann bist du ein ewiger Sieger. Dann hast du dieses Startsignal abgewartet und dann hast du dich auf den Weg gemacht. Und dieses Rennen ist jetzt gültig. Jetzt ist es gültig und ich möchte es dir zusprechen. Und dazu heißt es in Johannes Kapitel 3, Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, du gehst nicht verloren, wenn du gerade Jesus dein Leben übergeben hast. Jetzt ist es sicher. Und jetzt kannst du Heilsgewissheit haben. Das bedeutet, Heilsgewissheit bedeutet, du bist dir sicher, du bist dir 100% sicher, dass du in den Himmel kommst. Und zwar nicht aus Leistung oder weil du irgendwelche guten Taten machst, sondern weil du das angenommen hast, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Dadurch bist du jetzt gerettet. Aber jetzt geht es noch weiter, weil jetzt hast du dich ja erst auf den Weg gemacht mit Jesus. Und es
geht jetzt um Nachfolge. Es geht darum, ihm nachzufolgen. Er ist der gute Hirte und du folgst ihm nach, du gehst ihm nach. Und wie das genau aussieht, beschreibe ich in einem anderen Video. Dieses Video heißt Jesus eingeladen und jetzt. Und ich bitte dich einfach, dass du dir dieses Video unbedingt auch noch anschaust.